Und jetzt senden wir halt hier weiter nach oben. Da sind noch Dämonen. Das Dämonen muss ich töten. Und da sind noch welche von meinen Viechern, die könnten sich mir anschließen. Ja, dann machen wir nächsten Zug. Ich will jetzt kämpfen. Dass sie alle vor mir... Obwohl, hier rechts... Ah, ist das vielleicht direkt schon so eine... ich laufe zuerst hier hin. Aber gleich will ich da oben hin laufen. Ein Kampf. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Gegen die... Ah, die haben drei Köpfe. Die können auch mehr Gegner... Dreiköpfiger Angriff. Die können mehrere Gegner gleichzeitig angreifen. So, und jetzt ist die Frage, ob er auf die... Er wird zu der Stelle hinfliegen, oder? Ja, das ist... wenn sich der Gegner bewegt, dann war das sinnlos, den dahin fliegen zu lassen. War das quasi Verschwendung. Dieses Viech ist auch stark. Der ist stärker als meine Greifen. 90 Leben und 21 bis 31 Angriff. Ja, Bauern läuft mal nach vorne. Bam, meine Balliste. Meine Isabella. Und meine Scharfschützen. Die hauen am fettesten sein. Die Bogenschützen dürfen auch mal. Ah, und auch alle mit Lack drauf. Ja, die Bauern brauchen sich gar nicht mehr zu bewegen. Ah, schade, die Kerle kommen nicht nah genug daran. Ja, da... Ha, wieso ist er denn jetzt zurückgeflogen? Das, weiß ich nicht. Ja, aber den Greif hätte ich nicht. Das war Verschwendung, die nach hinten. Mal, so, jetzt will ich, glaube ich, mal das lernen. Obwohl, was macht gerechte Strafe? Der Ritter erwirbt die besondere Kampffähigkeit, eine ausgewählte Fähigkeit seiner... ach so, das hatten wir schon mal. Dass eine Kreatur immer... Wenn eine von meinen Kreaturen angegriffen wird, die ich vorher auswähle, kommt dann immer... Der Gegner, der die angreift, bekommt dann immer Schaden. Ich mache jetzt Kriegsgerät. Dann kann ich, glaube ich, meine Balliste... Also, macht Kriegsgerät insgesamt wirkungsvoller, steigert Angriff, Verteidigung und Schaden aller Ballisten, steigert den Schaden des Katapults und gibt ihm 50%ige Trefferwahrscheinlichkeit. Das erste Hilfezelt hat eine höhere Heilkraft, Munitionswagen, bla. Steigert den Angriff der aller schießenden Einheiten in der Armee des... Oh, steigert den Angriff meiner schießenden Einheiten. Das wusste ich noch nicht. Das ist, Minotauren sind hier. Das mit der Steigerung, das ist eine sehr coole Sache für meine ganzen Bogenschützen hier. Jetzt hauen die noch ein Stück mehr rein. Ja, da sich Fliegen ja eh nicht lohnt, stelle ich den hier außerhalb der Reichweite von den... Oh, jetzt habe ich meinen Ritter damit blockiert. Die kommen da nicht durch an den... Die kommen nicht an den Greifen vorbei. Und jetzt, ja, die Kerle sind stärker. Die können mich da vorne eh alle erreichen. Demnach greife ich den an, der den meisten Schaden hier macht. Und die Balliste haut auch immer schön drauf. So, sie würde drei davon töten. Ja, machen wir das. Weil ich denke mal, drei davon bringt mehr als zwei von den Stärkeren zu erledigen. Und die... Und jetzt meine Bogenschützen erledigen die Achter. Scharfschützen. Ja, auf jeden Fall die Kerle mit den Pfeilen und Bolzen, die aus der Entfernung alle schießen. Ob es jetzt Bogenschützen oder Scharfschützen oder Armbrustschützen sind. Ha, die haben nur einen einzigen Bauern erledigt. Was für ein jämmerlicher Angriff war das denn? Die Kerle müssten doch... Also ich dachte, die Minotauren wären stärker. Dass die viel mehr Schaden machen. Wie kommt es denn? Das, also zwei davon sind ja nicht viele, aber ich würde erwarten, dass zwei von denen doch mehr als einen Bauern töten. Weil einen Bauern, das ist ja... der hat drei Lebenspunkte. Das ist ja quasi gar kein Schaden. Ah, da an dem Ding gibt es auch noch Erfahrung. Das ist immer eine praktische Sache. Inzwischen könnte ich von meinem Gold Kristalle für den Truppenübungsplatz kaufen. Aber solange ich die Kundschafter hier eh noch nicht alle beseitigt habe. Wow, 19 Greife. Was für eine... Ah, aber ich habe Königsgreife. Verdammt, dann, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich, was ich hier rausnehmen sollte. Ich schmeiß mal die Kerle raus, die kommen eh nie so weit nach vorne, dass die mal angreifen. Und, ja, aber ich würde die Greifen gerne aufrüsten. Aber das kann sie jetzt nicht so. Warum kann sie das jetzt nicht so? Das finde ich blöd. Es
kann man mit dem Ausbild, muss ich den Ausbildungsplatz bauen, damit ich das machen kann? Dann baue ich gleich mal den Ausbildungsplatz. Ja, ich werde mal ausprobieren. Ich werde gleich den Ausbildungsplatz bauen und dann gucken, ob ich die Einheiten dann aufwerten kann. So, hier langsam nach vorne. Ah, und ich versperre immer meinen Reiter in den Weg. Meinen Ballisten kann ich den Weg zum Glück nicht versperren. Ja, greife ich mal mit ihr diese Kerle hier an. Das spielt ja ohnehin keine Rolle, weil die gleich alle tot sind. Obwohl, es sind Zombies. Die sind ohnehin schon tot. Deren Situation lässt sich nicht mehr ändern und vor allem nicht verbessern. Ja, da ist der Luck-Bonus und sind erledigt. Die Bauern hier können stehen bleiben. Diese Bauern auch. Und die... Ah, mit ein bisschen Glück. Yes. 43 Zombies erledigt. Schöne Sache. Meine Armee freut sich auch. Ah, jetzt kriege ich schon nur noch drei Dinger hier. Schießkunst. Steigert den Schaden, den eure schießenden Kreaturen anrichten. Um 20%. Yes, mit meinen Haufen an Bogenschützen, Scharfschützen ist das eine fette Sache. Hier stehen eine Horde Eisengolems. Oh, das könnten starke Gegner sein. Also, ich würde die jetzt irgendwo auf dem Niveau von meinen Greifen oder sogar von meinen meinen Reitern einschätzen. Also eher auf dem Niveau von meinen Reitern. Obwohl, 18 Lebenspunkte. Wie viel haben meine Greifen? 30 Leben. Und die machen 3 bis 5 Schaden. Meine Greifen machen 6 bis 11. Demnach sind die Greifen sind noch locker. Über die sind eher irgendwo auf dem Niveau meiner Bogenschützen, denke ich mal, dann so ungefähr. Stellen wir uns einfach mal vor. Guck mal, in dieser ganzen Liste sieht man die Golems hier gar nicht. Das sind extrem langsame Kreaturen. Ah, und die Greifen schieben sich ja auch wieder, die Königsgreifen schieben sich ja auch wieder in der Liste nach vorne. Ja, und da greifen sie an. Ah, es gibt Gegenwehr. Bam. Ah ja, aber sie töten keinen. Jämmerliche Golems. Er hat meine Liste erledigt, sogar 5 Stück davon. Ja, das ist ein einfacher Kampf. Der Golem zittert die ganze Zeit irgendwie. Ja, die Kerle kommen eh in die Weise nie so weit nach vorne, die Bauern. Daher ist das völlig überflüssig, die überhaupt zu bewegen. Ja, kommt mit Glück. Ah, schade, heute nicht. Oder diesmal nicht. Ja, Bauern bleibt einfach stehen, die könnte ich... Ah, außer für irgendeine große Schlacht könnte ich die eigentlich außen vor lassen, die Bauern, dass die gar nicht mitmachen brauchen. Weil ich dann nur ab und zu so ein paar Bauern verliere, falls Fernkampfeinheiten... Ach nein, das sind Edelsteine, keine Kristalle. Und ich kann mich eh nicht mehr... Ah, ich wollte jetzt, Ausbildungs... irgendwas. Platz. Das hier. Übungsgelände. Unterstützt Spezialfähigkeit Ausbildung. Ermöglicht Ausbildung von Truppen zu Truppen höherer Stufen. Yes, das will ich. 5 Schwefel brauche ich dafür. Ah, da habe ich irgendwann vorhin... Also, ich will... 3 Schwefel erhandeln. So, Schwefel hole ich mir jetzt mal. Ich denke, Holz ist ein bisschen viel, geht dafür ein bisschen viel drauf. Quecksilber bräuchte ich 7, davon bräuchte ich auch mehr. Ja, ich denke mal, ich müsste trotzdem noch genug Geld dann haben. Ah, verdammt, ich brauche Geld jetzt zum Aufwerten gleich auch noch. Das Aufwerten wird teuer. Das, ja egal, das ist ja nicht so ein teures Gebäude, das kostet nur 3500. Jetzt habe ich noch 12.000, das sollte für irgendwas ja wohl locker reichen. So, jetzt gucken wir mal, ich will zuerst die Greifen aufwerten. Das kann ich aber nicht. Nicht genügend Rohstoff oder nicht das passende Gebäude. Warum? Da steht doch damit, damit kann ich die Einheiten dann aufwerten. Wieso kann ich das nicht? Du bist blöd. Das finde ich Übung. Und was ist das? Militärakademie. Unterstützt die besondere Befähigkeit Ausbildung und senkt die Kosten der Ausbildung um 40%. Mit diesem Gebäude können nur 20 Kreaturen pro Woche ausgebildet werden. Ach, das ist, blöd. Brauche ich für das andere Ding auch noch 5 Schwefel? Nein, ich brauche nur Holz und Kristalle für das für den Truppenübungsplatz da. Ach, das ist,
kann ich, braucht das vielleicht einen Tag, bis ich das ausbilden kann hier. Das glaube ich auch nicht. Nee, das muss ich dazu, also in der Stadt konnte ich ja vorhin auch schon so normal aufwerten. Oder, also ich habe, ich weiß es nicht mehr, was ich gemacht habe, was ich kann, was ich konnte. Spielen wir einfach so weiter und werden wir damit glücklich. Hier noch mehr Edelsteine, da noch mehr Erfahrung. Beziehungsweise wir können uns auch Gold holen, aber Gold ist nur zeitweilig da und Erfahrung bleibt uns erhalten, habe ich auch schon mal gesagt.